wir reden über die Mannschaft, egal ob jetzt, sage ich mal, ein Trainer im Moment fest im Sattel sitzt oder wie die Situation jetzt im Moment ist. Es ist so, dass wir natürlich eine immens wichtige Aufgabe jetzt einfach haben und das ist das Spiel gegen Borussia Dortmund. Das ist natürlich auch ein wichtiges Spiel, wo es um die deutsche Meisterschaft geht und natürlich haben wir jetzt noch viele Spiele zu spielen, aber dementsprechend gilt es jetzt einfach den Fokus darauf zu legen und dann, was dann danach passiert, das wird man sehen und natürlich werde ich auch mit ins Boot genommen und rede natürlich mit den Verantwortlichen auch über alle Situationen, die im Verein passiert, aber jetzt im Moment ging es nicht darum, dass man auf Trainersuche ist, sondern erstmal, dass man die beiden Spiele, die jetzt anstehen, einfach erfolgreich bestreitet. Wir haben die Situation dann so angenommen. Wir sind natürlich auch Profis, müssen das auch schaffen, den Hebel da umzulegen. Wir sind selbst ja sehr ehrgeizig und wollten ja unbedingt auch ein gutes Spiel machen. Und man muss sagen, die Abläufe haben wirklich für die kurze Vorbereitungszeit auch wirklich gut funktioniert. Wie gesagt, vor allem gegen den Ball und ja, versuchen es jetzt gut auszuruhen. Und es ist relativ einfach, weil wir jetzt nur noch eben dieses Spiel heute hatten und den Samstag, sich so kurzfristig zu fokussieren. Danach ist die Länderspielpause und deswegen stellen wir jetzt alles zurück, voller Fokus, keine anderen Gedanken und dann schauen wir, was wir am Samstag dafür kriegen. Also ich bin mit der Leistung, die die Mannschaft gebracht hat, sehr zufrieden. Man muss einfach eins auch sehen, dass die Situation auch für die Mannschaft, für das ganze Umfeld nicht ganz so einfach war nach dem Trainerwechsel. Aber wir haben genau das, was wir ja auch am Dienstag trainiert haben, auch umgesetzt. Ja, wir haben sehr hoch auch den Gegner gepresst. Wir haben nach vorne verteidigt und die Intensität, die war sehr hoch und haben auch teilweise hohes Risiko gegangen in der Defensive, weil wir immer wieder versucht haben, den Gegner unter Druck zu unter Druck zu setzen. Von daher bin ich sehr zufrieden und muss sagen, es ist einfach in der Defensive die Situation so, dass wir einige Ausfälle haben, verletzungsbedingt mit Niklas Süle und auch Lucas Hernandez. Jerome Boateng ist gesperrt, also muss man natürlich auch da mal gucken, dass man eine Mannschaft oder die Viererkette auch einspielt und das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Wir haben nichts zugelassen und ich glaube, wenn man die letzten Spiele gesehen hat, bin ich sehr zufrieden, weil die Null steht. Ist einfach wichtig und wir haben heute das Achtelfinale erreicht, deswegen sind wir sehr zufrieden. Ich war mit allen sehr zufrieden und ich glaube gerade das zentrale Mittelfeld, die immer wieder gezeigt haben, sowohl offensiv auch da war, das ist natürlich, wenn man so will, die zwei Achter, auch mit Leon Goretzka und Thomas Müller, die haben ihre Sache sehr gut gemacht, auch Joshua Kimmich war einfach immer da, immer präsent und genau das ist das, was wir wollen und was wir auch brauchen, wenn wir so ein, einfach mit so einem System spielen und mit so einer Spielidee spielen. Deswegen haben sie ihre Sache alle gut gemacht. Es ist immer, man sieht es, wenn man draußen sitzt, ja, immer vielleicht ein bisschen anders oben auf der Tribüne, aber unten auf der Trainerbank muss man die Dinge entscheiden und ich habe keinen Grund gesehen, auszuwechseln. Erstmal auf früher keinen Grund auszuwechseln, weil die Mannschaft wirklich in der Defensive sehr gut gestanden ist und in der Offensive einfach auch Chancen immer wieder sich rausgespielt hat. Dass wir klar auch in der Effizienz wirklich noch zulegen können, ja, das hat dieses Spiel auch gezeigt. Ich glaube 26, 27 Torschüsse, zwei Treffer, das ist eindeutig zu wenig. Also von daher gibt es dann noch Luft nach oben. Und die Mannschaft, ich habe schon immer gesagt, die Mannschaft hat eine enorme Qualität. Und es kann jeder, der draußen gesessen ist auf der Ersatzbank, auch blind in der Mannschaft spielen. Ich muss mich entscheiden für die Elf, die jetzt angefangen habe. Und ich glaube, sie haben mir auch gut zurückbezahlt. Daniel.